Frau Birkhahn, hier auf dem ersten Innovationstag Logistik von der PLA. Was war denn für Sie die wesentliche Erkenntnis? Ja, es war äußerst interessant, spannende Kontakte hier zu treffen und auch ja, die unterschiedlichen Ansätze für Kooperationen zu sehen. Also man kennt ja das, sag ich mal, ausgelutschte Stückgutmodell, was jeder kennt, aber jetzt auch gerade im Lagerbereich, dass da jetzt aktuell was gemacht wird. PLA mit dem Ansatz der Isochron, wir haben es hier auch gerade nochmal diskutiert, mit den ganzen Verkehrssituationen, die man eben hat, dass man eben von den alten Modellen weg muss und eben neue ja, Logistikmodelle, neue Chancen, Digitalisierung nutzen muss. Und da war das natürlich heute super interessant, die unterschiedlichen Vorträge, unterschiedliche Ansätze zu hören. Und ja, man muss sich Gedanken machen, wie es da in der Zukunft weitergeht. Was ist denn Ihre Erkenntnis von dem heutigen Tag? Hat es Ihnen gefallen? Der Tag gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Ein super hervorragender Vortrag war der von der Frau Jeschke von der RWTH Aachen, die nochmal ganz klar gezeigt hat, was eigentlich Logistik 4.0 ist und wo die Reise hingeht, welche unterschiedlichen Modelle es gibt und auf was man wirklich achten muss, sowohl von der Seite des Speditions- und Logistikunternehmens als auch natürlich von Seiten von Plattformanbietern, wie es dann noch die Timocom ist. Und was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Was sollen die Unternehmen aus dieser Veranstaltung mitnehmen? Die Unternehmen sollten auf jeden Fall mitnehmen, den Ansatz, mehr zu kooperieren, offener zu sein, offener auch mit Daten und mit Informationen umzugehen, um ganz einfach dann in der Gemeinschaft einen positiven Vorteil für alle rausziehen zu können. Ich nehme sehr viel Erfahrung mit und bin ja auch Mitglied bei der PLA und ich hoffe, dass das System noch mehr wächst. Wünsche ich mir. Von ganzem Herzen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie hier in Köln begrüßen auf den ersten Innovationstag Logistik von PLA. Herr Hinzen hat mich ja schon vorgestellt, für alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Sebastian Bollig. Ich bin bei der DVZ, bei der Deutschen Verkehrszeitung aus Hamburg. Redaktionsleiter Digital steht bei mir auf der Visitenkarte, also passe ich hier gleich auch voll rein. Digital ist sozusagen auch nicht nur die Logistik beschäftigt mit digitalen Lösungen, auch die Medien müssen es machen. Und zum Teil habe ich auch den Eindruck, wenn man Gespräche führt, die Medien sind mindestens so hinterher wie die Logistiker zum Teil vielleicht auch. Das Thema des heutigen Tages ist Speditionskooperation in 2020. Wie sieht meine Kooperation in der Zukunft aus? Es gibt ein schönes Zitat vom dänischen Physiker und Nobelpreisträger Niels Bohr. Der hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und auch wenn es um Digitalisierung geht, wir sind hier ja nicht so weit weg von Dortmund. Da gibt es ja einen Professor, der diesen Begriff Logistik 4.0 sehr maßgeblich auch vorangetrieben hat, den Professor Michael ten Hompel. Und der hat mir vor einem Jahr mal gesagt, wenn ihm jemand erzählt hätte, dass das mit den Drohnen und dem autonomen LKW so schnell vorwärts geht, das hätte er noch vor 2 Jahren nicht gedacht. Also selbst die sich mit Zukunftsforschung beschäftigen, die werden manchmal auch von der Zukunft überrascht. Also auch etwas, was die Veränderungen in unserer Branche treibt. Und zwar nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen. Schlagwörter hier sind Internet der Dinge, Industrie 4.0, Logistik 4.0 und da haben wir nachher mit unserer Keynote-Speakerin, Frau Professor Jeschke, eine Expertin, die genau dazu uns sicher was Neues und viel Interessantes sagen kann. Doch jetzt begrüßen Sie unseren ersten Referenten. Markus Hofer bitte ich auf die Bühne. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes Verkehrswirtschaft Logistik Nordrhein-Westfalen, vielen von Ihnen sicher in dieser Funktion auch bekannt. Und er wird uns verraten, warum Innovation bei Speditionen überhaupt nötig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Markus Hofer. Ich darf für die Logistik hier in NRW sprechen mit rund 2000 Mitgliedern. Als digital Interessierte wissen Sie, denke ich, was das ist. Das ist ein Dash-Button von Amazon. Also den verbinden Sie mit Ihrem WLAN, dann kleben Sie den ins Kinderzimmer oder wo der sonst hinpasst und dann drücken Sie da drauf und dann wird je nach Bestellart entweder Same-Day-Delivery oder am nächsten Tag eine Dose Knete geliefert. Eine. Als ich das zum allerersten Mal gehört habe, da fühlte ich mich an meine Oma erinnert, mit 2 M, Oma. Da habe ich vor 35 Jahren den VHS-Videorekorder erklärt und die sagte mir danach, war denn eine neumodige Kram für die, die nicht aus dem Rheinland sind. Es ist sowas zwischen unnützes Zeug und was es nicht alles gibt. Es ist aber eine Innovation, das ist zweifellos richtig und die hat totale Auswirkungen auf die Logistik, denn sie atomisiert die Sendungsgrößen noch weiter. Die Frage ist nur, brauchen wir das wirklich? Die Welt wird sich auch drastisch wandeln, was die Umweltauflagen anbetrifft. Wir sind gerade in furchtbaren Diskussionen,
hier besonders mit der Bezirksregierung Köln und auch mit Düsseldorf. Denn es gab da ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf, das im September veröffentlicht worden ist. Und das Land weiß noch nicht, ob es dagegen in Revision geht. Die haben gesagt, der Luftreinhalteplan ist viel zu knapp. Der reicht nicht. Stickoxidwerte sind immer noch zu hoch. Sie müssen was machen und denken Sie auf jeden Fall vorrangig über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge nach. Es wird eine Einschränkung kommen, weil viele große Städte die Stickoxidwerte überschreiten. Auf lange Sicht wird die Nutzungsdauer der von Ihnen eingesetzten Nutzfahrzeuge drastisch verkürzt, weil die Politik, weil sonst die deutsche Umwelthilfe, die da geklagt hat, auf Innovationen drängt. Das ist was, worauf Sie sich einstellen müssen, egal wie sehr wir uns dagegen sperren. Auf jeden Fall, ich bitte Frau Professor Jeschke auf die Bühne und sie wird uns sagen, welche Auswirkungen hat Industrie 4.0, Logistik 4.0 auf unsere Branche. Ich gebe Ihnen das Wort. Ich leite also seit nun insgesamt 7 Jahren im Maschinenbau der RWTH Aachen ein interdisziplinäres Institutscluster. Wir sind zur Weihnachtsfeier 200 Wissenschaftler, hinter dem Diplom gezählt oder hinter dem Master sind wir 60. Und das Ungewöhnliche an unserer Zusammensetzung ist, dass wir ungefähr zur Hälfte aus Technologen, dazu gehöre ich selber auch, und zur anderen Hälfte aber aus Geisteswissenschaftlern, Gesellschaftswissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern, gegebenenfalls auch mal Medizinern oder Sportwissenschaftlern bestehen. Mit einem solchen Team kann man ein solches Phänomen wie 4.0 natürlich viel grundsätzlicher und ganzheitlicher betrachten, als man das machen würde, wenn man ein Schwerpunktgebiet hätte, sagen wir Lasertechnologie für 3D-Printverfahren, klar. Wir wollen jetzt nicht einen kompletten Geschichtskurs hier heute machen, aber ich finde ein paar Perspektiven auf dieses 4.0-Phänomen wichtig zu verstehen, gesamtgesellschaftlich. Hier unten sehen Sie die 4 industriellen Revolutionen nochmal. Wenn Sie strikt technologisch draufschauen, dann stellen Sie fest, dass die ersten beiden von Energie getrieben sind, ne? Die Dampfmaschine und hier das zentrale Energienetzwerk. Und die anderen beiden sind von Intelligenz getrieben. Hier wurde der erste Roboter ein bisschen schlauer und jetzt vernetzen wir diese robotischen oder sonstigen Systeme und sie kombinieren ihre Intelligenz. Und Sie sehen so einen Wechsel von die erste bzw. die dritte Revolution sind eher lokale Revolutionen. Hier bauen Sie lokal Ihre Dampfmaschine auf und nehmen dann die Energie, um irgendwas zu produzieren. Hier müssen Sie das nicht mehr. Die Energie wird irgendwo in einem Großkraftwerk produziert. Sie haben ein Energienetz. Und selbst wenn Sie also selber nicht die Chance haben, ein solches System zu unterhalten, nehmen Sie einfach on demand ein bisschen Energie und können das für Ihre Zwecke, zum Beispiel die Produktion, gebrauchen. Das heißt im Sinne, also ich meine, wer konnte unter diesen Umständen produzieren? Ja, 0,01% der Bevölkerung wahrscheinlich, weil sie das Geld brauchten für Dampfmaschine, Platz, die Möglichkeit, das Ding zu warten, zu maintainen und so weiter. Wer kann hier produzieren? Praktisch jeder, solange in der Lage ist, eine kleine Menge Energie zu nehmen, die in eine Fabrikation umzusetzen, das zu verkaufen und wieder reinzuinvestieren. Im Sinne von Demokratisierung hat das also die zentrale Rolle gespielt. Und genau das sehen wir heute wieder. Und wobei wir bis jetzt nicht gesprochen haben, ist, was machen denn die Grünen hier auf der Folie? Zeitlich trifft sich diese 4. industrielle Revolution mit dem, haben wir auch vorhin bereits gehört, wesentlich erhöhten Anspruch an Greenness, nicht nur im Transport in allen Bereichen, aber den Transport trifft das natürlich in besonderem Maße. Also verkürzt könnten wir sagen, wir haben sowas wie eine grüne Revolution, wir haben die Industrie 4.0, die sind kausal nicht gekoppelt. Wir hätten ja auch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren anfangen können, unsere Umwelt mehr zu schützen oder in 20 Jahren. Die sind kausal nicht gekoppelt, aber jetzt treffen sie sich zeitlich. Ich will darauf den Schwerpunkt des Vortrags nicht setzen, aber ich denke, wir sollten miteinander immer im Kopf haben, dass 4.0 viele, viele Chancen hat, um genau in diesen beiden, also in dem Bereich der Greenness, deutlich effizienter zu werden und einige Probleme zu lösen, von denen wir vorhin bereits gehört haben. Wer macht hier in Zukunft die Show? Wir haben hier 2 große Akteursgruppen. Das sind einerseits Sie, die Logistik Companies, die natürlich das absolute Wissen darüber haben, wie logistische Prozesse gehen. Wir haben auf der anderen Seite der Welt eine andere Situation. Wir haben große IT-Companies, Google, auch Facebook wäre darunter zu zählen, Amazon, Microsoft ist darunter zu fassen, bei denen die Situation tendenziell genau umgekehrt ist. Die können zwar KI und IT, hervorragend auch Facebook, was die an Daten crunchen können, haben tendenziell erstmal keine Ahnung von Logistik.
Das ist gemacht über ein Multi-Agenten-System. Also dieser zentrale Server, den Sie hier sehen, das ist ein reiner Protokollserver, sodass wir als Wissenschaftler quasi im Nachgang alle Informationen an einer Stelle hatten. Im Grundsatz aber unterhalten sich diese LKWs miteinander, die werden über eine Softwarekomponente realisiert. Und wenn die laut reden könnten, würde es sich so anhören wie, also entweder fährst du jetzt ein bisschen schneller, ich muss auf die Bremse. Ja, ja, ist gut, mache ich. So ungefähr so funktioniert dieser Abstimmungsprinzip hier da drin. Es ist wohl politisch und demokratisch vollkommen klar, dass das hier eher die wünschenswerte Version ist, weil wir nur auf diese Weise unsere eigenen Bedürfnisse abbilden können. Auf der anderen Seite sehen wir, das Schlagwort Amazon ist schon gefallen, dass wir im Moment, ich weiß nicht genau, wie viel Prozent des aktuellen Onlinehandels im Consumer-Bereich über Amazon geht, meine Schätzung wäre weit über 80%. Das ist aber wieder ein Geschwindigkeitsthema. Ein Stück weit entstehen diese Systeme deshalb nicht, weil die Amazons dieser Welt sich so wahnsinnig schnell bewegen. Wir müssten mal eine Kohle mehr auflegen. Ich hatte da ein nettes Aha-Erlebnis mit meinen Studenten kürzlich. Den Google-Flug, kennen Sie den? Nee. Also es ist eine Engine aus dem Hause Google, 2012 oder 2013 geschrieben. Und Google hat also die Idee gehabt, die sind ja nicht gerade durch Bescheidenheit gekennzeichnet. Wir wollen Grippe, die Ausbreitungsrichtung und die Geschwindigkeit vorhersagen. Wir wollen es ohne jegliche medizinische Sachkenntnis, aber wir stellen keinen Mediziner ein. Und wir wollen besser sein als das beste medizinische Zentrum der Welt, und zwar ein Faktor 2. Naja, ein halbes Jahr später hatten sie den Algorithmus, der tut genau das, und das Ding heißt Google Flu. Also war die Bande fröhlich dabei, naja, dieser Google, der müsste doch jetzt eigentlich nur die Impfstoffe irgendwo bestellen, kann ja nicht so schwierig sein, Amazon gibt es ja, die Impfstoffe in die entsprechenden Kliniken leiten, die Menschen per E-Mail da einladen, und zwar die am meisten Gefährdetsten zuerst, ach ja, und den Ärzten Bescheid sagen, damit die dann irgendwie auch da sind, um die entsprechenden Spritzen zu verteilen. Und da haben die natürlich komplett recht. Sie wären auch mit einem solchen Ansatz in der Lage, die Menschen noch bevor sie infiziert werden zu impfen, und sie werden in der Lage, diese Menschenleben zu retten. Mit der Impression würde ich mal das gerne zusammenziehen. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass diese Revolution im Wesentlichen eine KI-getriebene Revolution ist. Ich habe dann argumentiert, dass solche Revolutionen in sowas wie Subwellen kommen, die unterschiedlichen Branchen unterschiedlichen Tempi treffen und dass sie im Moment voll in dieser datengetriebenen Revolution drinstecken, die aber ziemlich dicht gefolgt ist, von der Automatisierung und dem autonomen Fahren. Und ich habe nur ganz kurz zwischendrin den Punkt aufgemacht, über den wir, glaube ich, sehr, sehr intensiv nachdenken sollten. Wie können wir diese 4.0 Datentechnologie und andere Technologien verwenden, um gleichzeitig Beiträge zu der zweiten großen laufenden Revolution, der Green Revolution, zu liefern? Herzlichen Dank. Ich möchte mich ja mal persönlich ganz herzlich bedanken. Ganz herzlichen Dank. Und Ihnen noch den Blumenstrauß geben. Wenn Sie Transportprobleme haben, die werden wir lösen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen gäbe, der da helfen würde. Ja. Ganz herzlichen Dank. Danke sehr. Dann begrüßen Sie mit mir Dr. Christian Tumme. Der arbeitet mich seit ein paar Tagen für DB Schenker. Und hat dort vor zwei Wochen ungefähr auch einen Preis gewonnen für seine Forschungsarbeit IT-Kooperationsplattform für speditionsübergreifende Direktverkehre von LKW-Teilladungen. Er hat mich den DB Schenker Award 2015 gewonnen. Genau, das ist ein Applaus wert. Letztendlich geht es um Kooperationsmodelle für die LKW-Teilladungsverkehre und da eben speditionsübergreifende Modelle für den Direktverkehr, was sich dann auch, wir sind ja heute hier im Rahmen der PLA unterwegs, was sich dann eben auch hier niedergeschlagen hat. Quasi als Kern der Arbeit steckten dann viel algorithmische Fragestellungen hinter genetische Algorithmen, die wir quasi eingesetzt haben, um diesen Optimierungsprozess voranzubringen, aber auch der ganze Annahmeprozess von Sendungen und quasi der Interaktionsprozess der Spediteure mit dem Portal, ja, und dann auch letztendlich alles umgesetzt wurde. Das war der Kern der Arbeit. Und für Sie haben wir auch ein Bild. Mein Thema ist heute Zeit für Neues, Gebietsplanung mit Isochronen, Vorteile, Optimierungspotenziale, unsere Visionen, wie die Gebietsplanung für Speditionen und Speditionskooperationen 2020 aussehen könnte. Zeit für Neues, unsere Vision von einer Gebietsplanung in der Spedition oder Speditionskooperation 2020. Wir wollen weg von gebietsbasierter Planung, zum Beispiel fußend auf PLZ-Gebieten,
hin zu einer zeitdistanzbasierten Planung, die mit Isochronen realisiert wird. Schauen wir uns einfach mal einen Isochroner an, wie sie mit unserer Software erstellt wird. Wir sehen hier um den Ausgangspunkt in Eschweiler eine Isochrone mit einer Zeitdistanz von 15 Minuten. Und man kann schön erkennen, dass sie wirklich in diesen 15 Minuten den kompletten äußeren Rand dieser Isochrone erreichen können. Wenn ich jetzt mal noch zwei Isochronen dazu lege, kann man sehr schön erkennen, wie sich die Isochronen anhand der großen Verkehrswege aufspannt. Hier unten ist der Beginn der Eifel, gibt es nicht viele Straßen, gibt es Berge. Wir können mit zugelassenen und gewollten Isochronenüberschneidungen einfacher neue Partner in bestehende Strukturen integrieren. Kleines Beispiel, wir hätten folgende Partnersituation. Eigentlich ist das Gebiet ganz gut abgedeckt, wir haben keine weißen Flecken, nur im Zentrum könnte die Abdeckung optimaler sein. Hier können wir nun relativ einfach ein neues Kerngebiet definieren, ohne dass das Kerngebiet der anderen Spedition überschnitten wird. Kann man natürlich auch den Rückschluss ziehen, wir können einen Depotausfall viel einfacher kompensieren. Das Depot fällt aus, die Gebietsabdeckung bleibt bestehen, alle sind zufrieden, nur die Servicearten verringern sich vielleicht ein bisschen. Vielen Dank. Sind wir irgendwo, wenn wir Glück haben, bei 7 Stunden von 24, die dieser LKW tatsächlich das tut, was er soll. Und da behaupte ich ganz ketzerisch an dieser Stelle, sie sind alle selber dran schuld, weil sie nicht kooperieren. Ist das okay? Aber wir wissen alle, wir finden diese Leute nicht mehr, die sich das antun, zu Recht. Ja, ich finde, das ist kein Zustand für diese Gesellschaft, für diese Zeit, in der wir leben. Furchtbar. Aber wir sind alle der Meinung, es geht nicht anders. Und es geht anders, meine Damen und Herren. Wir müssen es nur wollen. Das Stückgut macht das seit Jahrzehnten ohne Probleme. Fahrzeuge begegnen sich, fahren wieder nach Hause. Fahrer gehen am Schichtende nach Hause. Lassen Sie uns das versuchen. Lassen Sie uns standardisierte Prozesse für die Komplettladung gemeinsam entwickeln. Im Rahmen der Kooperation, die wir ja Gott sei Dank mittlerweile haben. Also infrastrukturell sind wir ja ganz gut aufgestellt. Sequenzieller Fahrerwechsel. Das ist quasi das, was sich hier ergibt. Wenn wir zwei Fahrer auf dieses Auto, wenigstens zwei Fahrer auf das Auto bekämen und nicht in der Form, dass der eine schläft und der andere fährt, was der Gesetzgeber sowieso nicht zulässt, sondern wenn der eine fertig ist, steigt er aus und geht nach Hause. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin eine schöne Veranstaltung. Was machen wir? Wir bauen keine Neufahrzeuge, wir bauen alte Fahrzeuge um und rüsten die heute mit einer Elektrotreiblinie. Das heißt, dass das dann nach dem Bau nur sie eigentlich Null-Emission-Fahrzeuge sind, ohne eine Emission. Solche Fahrzeuge gehen bis 26 Stunden, sind Dreiachser. Wir haben 144 Kilowattstunden in unseren Batterien. Wasserstoff ist kein, wird nicht genutzt in einem Verbrennungsmotor, wie vorher versucht hat, aber das ist ein rein chemischer Prozess, dass durch eine Umsetzung von Wasserstoff nach Wasser eigentlich Elektronen oder Strom produziert und dieser Strom wird dann genutzt, um die Batterie aufzuladen. Das produziert vom Wasserstoff Elektrizität, die unterwegs gespeichert ist im Batterienpaket. Das Batterienpaket liefert Energie vor die Treiblinie. Das Teil hier kann man laden am Steckdose in jede Werkstatt. Man braucht nur 32 Ampere Steckdose, was überall vorhanden ist. Hier ist das Nachteil, dass man Wasserstofftankstellen braucht, die bis 350 Bar Wasserstoff anbieten können. Vielen Dank, Herr Dr. Bamelik, für den Vortrag. Das war sehr weit vorausschauend und da nehme ich viele Ansätze mit, um da in der Zukunft auch für unser Unternehmen eventuell Schlüsse draus zu ziehen. Ganz tolle Themen, gut aufbereitet, wirklich auch sagen wir, sehr verständlich vermittelt. Also von daher bin ich auch jetzt der Meinung im Rückblick, das sind so aktuelle Themen, denen müssen wir uns, wenn wir uns da noch nicht geöffnet haben, unbedingt öffnen und die Dinge eher aktiv anfassen, als wenn andere sie anpacken und wir dann vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Viele gute Vorträge, die wir gehört haben.
Und ich denke, das ist schon die richtige Richtung, wo man mitdenken muss, Kooperation bilden. Und für die Zukunft ist das schon ein richtiges Zeichen, um da die Weichen im eigenen Betrieb zu stellen. Wie Sie alle wissen, ist Stückgut ein Markt, der ganz schön unter Druck ist. Und dazu wird er uns jetzt ein paar Worte sagen. Herr Professor Dorch. Wenn man sich das anschaut, was von DSLV als Umfrage durchgeführt wurde, sind viele Spediteure, die meisten Spediteure, eben auch im Stückgutbereich in irgendeiner Form tätig. Wir brauchen heutzutage flächendeckende Netzwerke und diese flächendeckenden Netzwerke haben auf der einen Seite Standorte, also Umschlagspunkte, aber auch Hauptläufe, die eigentlich täglich stattfinden müssen und auch die Flächenverkehre müssen täglich stattfinden. Und von daher sind das eigentlich, wenn man das so von heute auf morgen betrachtet, fast alles fixe Kosten. Und ich glaube, also bis 2020 werden wir da zumindest für den Stückgutbereich keine deutlichen Einbrüche durch Virtualisierung oder durch IT erwarten können, sondern man braucht einfach diese physische Infrastruktur und eingespielte Prozesse. Wenn Preise sinken und gleichzeitig Kosten steigen, setzt das die Netzwerke natürlich zunehmend unter Druck. Wir machen ja auch diesen Kostenindex des DSLV für Stückgut. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber die Kosten im Stückgutbereich sind obwohl die Treibstoffkosten ja seit 2014 auch nochmal deutlich gesunken sind, netto um 2,2% gestiegen. Netto soll heißen, das sind die Kosten pro Sendung. Kooperation der Kooperationen, das ist aber aus meiner Sicht vielleicht nur ein Einstieg, weil konsequent weitergedacht müsste das eigentlich bedeuten, dass man sich auch über die Zusammenlegung von Hauptläufen und auch die Neudefinition von Gebieten Gedanken macht, weil, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das eine große Maschine, die in sich optimiert sein muss und eben dafür auch große Mengen benötigt, um auch kostengünstig arbeiten zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Phil Friedrichsmeier, der wurde hier schon ein paar Mal erwähnt, war einer der Mitinitiatoren der PLA und er spricht über das Thema Kooperation für Ladungsklassen. Kein Wunder, Möglichkeit und Komplettladungen. Mein Thema ist heute dergestalt, dass es darum geht, Kooperation für Ladungsklassen. Das heißt, wir reden hier über Teil- und Komplettladung, also im Grunde der Gegenpart zu Professor Lohre. Heinz Hinsen hatte 2008 die Idee, eine Stückgutkooperation auf Teilladungskooperation umzudenken. Dann traf er 2009 meinen Doktorvater, Professor Henning, am gleichen Institut und die beiden haben im Rahmen einer Veranstaltung ein Forschungsprojekt namens Cloud Logistics initiiert, was im Grunde der Partload Alliance vorgelagert war. Warum überhaupt eine Kooperation für Ladungsklassen? Sie sehen hier schöne gelbe New Yorker Taxis. Vielleicht erschließt sich dem einen oder anderen nicht, was ich mit diesem Taxibild Ihnen zeigen will, aber vielleicht diese beiden Köpfe schon mal gesehen. Das sind die Gründer der Firma Uber. Die Firma Uber ist ein Taxisystem, was letztendlich eine Kooperation von Taxiplatzressourcen macht, in den USA gegründet. App- und webbasiert zu steuern, Zugriff auf klassische Mietfahrzeuge mit Fahrer, so heißt der Fachjargon, also im Grunde Taxis und Funkmietwagen wären das im deutschen Bereich, als auch Privatfahrzeuge. Und man sieht, dass von Januar 2014 eigentlich bis zum letzten Jahr sozusagen der Marktanteil doch deutlich gestiegen ist. Das heißt, hier ist eine Kooperation für Taxiplätze, die entsteht. Einfach mal im Hinterkopf behalten. In Zukunft werden wir vielleicht von Portalen dominiert, die letztendlich anstelle des Spediteurs gestellt werden. Und diese Portale bestimmen dann, vielleicht was wir Mittelständler fahren, von wo nach wo wir fahren und zu guter Letzt, zu welchem Preis wir überhaupt fahren. Da habe ich jetzt osteuropäische Subunternehmer und solche Fragestellungen mal gar nicht mit reingenommen, sondern einfach auf dieser Kurve, wenn man sie mal im Hinblick auf die digitalisierte Auftragsvergabe weiterdenkt, was heißt das? Und sind wir dann 2022 vielleicht nur noch Frachtführer? Wie gesagt, das sind 6 Jahre. Vielleicht sollten wir noch nicht so weit hier Prognosen wagen. Aber nichtsdestotrotz, in der DVZ vom 3. Mai ist mir ein Zitat von Herrn Grube untergekommen. Wenn ich jetzt das nochmal zurückdrehe, Uber haben wir uns kurz angeguckt. Zur Digitalisierung haben wir uns Fragen gerade gestellt.
Aber selbst ein großer Player, wie der DB-Konzern sagt, wir sind bald nur noch Lohnkutscher. Und was heißt das dann erst für uns Mittelständler? Vielleicht ist unsere Chance, die Flucht nach vorne anzutreten, Frau Jeschke hat es heute Morgen auch nochmal gesagt, dann einfach den Schritt schneller versuchen zu gehen, einfach mal voranzudenken. Auch wenn wir im heutigen Markt vielleicht nicht unmittelbar den Nutzen in unserem Tagesgeschäft sehen. Denn hier habe ich Ihnen zwei Zitate noch mitgebracht. Wer zu spät kommt, verliert den Markt. So Dr. Bernhard, Mercedes-Nutzfahrzeugchef, der eigentlich im ganzen Satz dann sich die Frage gestellt hat, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wann man sich mit was beschäftigt und mit welchen Ideen man an den Markt geht. Vielleicht sind wir der digitalen Spedition der Erfahrung voraus. Auf unserer Seite, in der realen Spedition, fehlt häufig quasi der unternehmensübergreifende Fahrzeugpool und auch entsprechende Algorithmen, um Touren etc. unternehmensübergreifend planen und disponieren zu können. Also ganz wichtig, die Kooperation im Laderaum, als auch eine übergreifende Digitalisierung. Auf der einen Seite eine Digitalisierung, nämlich den Portal für den Kunden zu sein. Der Spediteur betreut den Kunden. Das Portal für den Disponenten mit einer übergreifenden Optimierung, Sendungsverfolgung, voraussichtliche Ankunftszeit, Clearing, auch Packmittel-Clearing und eine laufende Weiterentwicklung. Das ist für mich die Facette der Digitalisierung. Und wenn wir das schaffen, dann können wir hier sozusagen die heute bestehenden Striche, die ich auf zwei Folien vorher gezeigt habe, den gemeinsamen Fahrzeugpool und die Algorithmen auch mit darstellen und sind eigentlich im Wettbewerb mit den Portalen und den digitalen Spediteuren eigentlich den Schritt voraus und den wir brauchen. Hier ein Satz von Konfuzius: Es kommt nicht darauf an, wie schnell oder wie langsam man geht, sondern dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man sich bewegt. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt im Transportbereich eine Vielzahl von Kooperationen, aber im Bereich Lagerlogistik richtig durchdacht und von Anfang bis Ende konzeptioniert gab es das nicht. Also haben wir uns bei der LocoOp gefragt, macht das nicht Sinn, in diesem Bereich den Mittelstand auch ein Stück weit nach vorne zu bringen, insbesondere da aus jedem Lager auch Transporte rausgehen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Die LocoOp, vielleicht ein paar Zahlen zur LocoOp. Heute 72 Mitglieder, davon 38 Mitglieder des Lagernetzwerks. Das hat sich heute Morgen gerade geändert. Wir sind jetzt 40 Mitglieder im Lagernetzwerk. Am 1.1. diesen Jahres gegründet. Also nur mal, das sollte man im Hintergrund behalten, von dem, was ich Ihnen heute hier präsentiere alles. Zum Thema externe Vermarktung. Wir gehen natürlich auch auf Messen. Wir haben relativ große Stände, so zwischen 150 und 200 Quadratmetern auf der Logimat. Aber wir werden auch nach Antwerpen und China gehen, weil da sind die Großen alle vertreten und der Mittelstand ist noch nicht vertreten. Die Kunden fragen an in China, in Antwerpen, als die Importgates. Und wir werden als Lagernetzwerk den Mittelstand dorthin bringen, als Gemeinschaft, weil wir leiten die Aufträge immer nur weiter. Links von mir steht Herr Zimmermann von Hera, weil Hera hat die Preise gestiftet, da auch nochmal einen Dank gewonnen hat. Herr Apfelstedt und Herr Eschner. Da brauchen wir einen. Herr Apfelstedt hat schon ein Bild, deswegen der bekommt Alkohol für den Rückweg. Ich gratuliere Ihnen. Jetzt noch ein Preis. Kiel. Andreas Rehl und Herr Rothschild. Die Partnerschaft hat sich gelohnt. Ich gratuliere. Ich gratuliere. Ja, schönen guten Tag. Thomas Ernst ist mein Name. Die Firma Lodix, ganz kurz dazu, ist ein Startup-Unternehmen. Unser Sitz ist in Ravensburg. Wir beschäftigen uns mit Palettenkonten oder eben dem Lademittelmanagement, aber eben online. Zurzeit ist es ja so, dass der Fahrer, der Frachtführer mit seinen Frachtpapieren vor Ort an der B- und Entladestelle notiert, was habe ich an Ladungsträgern übernommen, welche Stückzahl waren Defekte dabei, konnte ich überhaupt tauschen, das wird dort alles dokumentiert. Und eben die physikalische Rückführung. Wenn ich Palettenkonten ausgleichen muss, habe ich eben Palettenfahrten, um eben das Konten ausgleichen zu können. Wie sieht jetzt hier unsere Lösung aus?
Wir haben drei Module. Das erste Modul ist unsere App zur Erfassung eben der Ladungsträgerbewegung. Was passiert? Für den Fahrer vor Ort an sich ändert sich eigentlich erstmal nichts. Wenn er dann auf OK drückt, kommt es zu unserem zweiten Modul. Das ist unser REPS Cloud. Ebenfalls werden aufgrund dieser Daten eben, das hatte ich gerade gesagt, die Konten angelegt. Und man kann auch direkt sehen, wem schulde ich im Prinzip was. Im ersten Quartal 2017 kommt die Tauschplattform dazu. Dazu komme ich aber nochmal später, weil da habe ich eine extra Folie. Die sich daraus ergebenden Vorteile, denke ich mal, die liegen so ein bisschen auf der Hand. Zum einen hat man eine einmalige elektronische Echtzeiterfassung, weil man wirklich in dem Moment, wo der Fahrer auf OK drückt, werden alle Daten gebucht. Das soll für alle Partner, EPS-Partner oder auch Nicht-EPS-Partner, ein faires und offenes und transparentes System einfach sein. Ja, ich habe Ihnen heute ein Thema mitgebracht, dynamische Zulaufsteuerung als kooperativer Ansatz in Transportketten. Ich habe Ihnen auch ein paar Zahlen mitgebracht, wie sich die Märkte verändern. Ich habe eine Quelle mit 81,5% der Bevölkerung, die bis 2030 in den Städten leben wird. Wir haben eine Prognose, dass 60% der Wertschöpfung in Zukunft auf der letzten Meile erzeugt wird und dass sich 70% der deutschen Kunden heute schon wünschen, Lieferungen innerhalb von einer Stunde zu erhalten. Und das ist ein Trend, den kann man nicht mehr ignorieren. Ja, warum gibt es Verzögerungen in der Transportkette? Jetzt zeige ich Ihnen gleich ein Bild, was Sie alle heute Abend noch erwartet, wenn Sie hier rausfahren. Das. Ich muss noch nach Karlsruhe. Freitagabend. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube, ich hänge mich hinter den ICE. LKW-Parkplätze, vielen LKW-Parkplätze haben auch eine massive Auswirkung auf den Transportfluss, gerade in der Langstrecke. Die fehlenden LKW-Parkplätze führen schlichtweg dazu, dass die LKW-Fahrer, Berufskraftfahrer immer früher Parkplätze suchen müssen. Es geht viel Zeit drauf für die Parkplatz, für die Suchverkehre. Und auch das muss bei der Disposition berücksichtigt werden. Erlauben Sie mir, ein bisschen Werbung zu machen für unser Produkt Truck Parking Europe, eine kostenlose App, die die PTV anbietet, wo wir insgesamt 24.000 LKW-Parkplätze in ganz Europa gelistet haben, in der Datenbank, in einer App. Das PTV Arrival Board ist im Prinzip eine Ankunftstafel, so wie Sie es am Flughafen kennen, wo Sie alle Transporte, die zu einem Lager hinfahren, chronologisch aufgelistet werden und Sie sehen die exakte Ankunftszeit aller zulaufenden Verkehre inklusive der gemischten Flotten unterschiedlicher Lieferanten entsprechend angezeigt. Das Ganze funktioniert unabhängig oder im Einklang des vom Transportunternehmen eingesetzten Telematiksystems. Wie sieht das Ganze für den Fahrer aus? Der Fahrer, entweder er nutzt über sein bestehendes Telematiksystem oder er nutzt unsere Apps. Er kann das Ganze mit Truck Parking Europe ab Ende des Jahres machen, mit dem PTV Navigator, oder er kann eben die kostenlose Drive and Arrive App runterladen. Alle personenbezogenen Daten, Tourdaten, Trackingdaten, wo Pause gemacht wurde, was wir im Prinzip auch haben, weil wir wissen, wo der Fahrer steht, das wird im Prinzip sofort gelöscht und steht dann keinem Empfänger in irgendeiner Weise zur Verfügung. Das heißt, wir wollen, dass da mehr Transparenz reinkommt. Wir wollen aber nicht, dass der Fahrer oder der Transportunternehmer durchsichtig wird und gegenüber dem Empfänger beispielsweise offenlegt, welche Stops er schon angefahren hat, wie lange er unterwegs ist, wo er lang gefahren ist und so weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abschluss von der Veranstaltung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Hinzen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr auf Ihre Einladung und die Veranstaltung heute auch gefreut. Auch vielen Dank an Frau Kessler für die tolle Organisation. Das bekommt man normalerweise hier hinter den Kulissen nicht mit, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Ich weiß das zu schätzen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Attackieren Sie Ihr Geschäftsmodell, bevor es andere tun. Ich glaube schon, dass wir in Zeiten leben, wo wir uns ein Stück weit mehr Selbstreflexion gönnen sollten. Auch ein Stück weit das Wort Industrie 4.0, Digitalisierung und Change. Ich würde sogar Change umbauen in interne Erneuerungsprozesse. Das ist mir auch wichtig in meinem letzten Vortrag. Als Führungskräfte kaum mehr in der Lage sind, Menschen emotional mitzunehmen. Wir sind technologisch, technokratisch unterwegs. Wir versuchen auf die zweite Nachkommastelle alles zu erklären und zu rechtfertigen, warum sich unsere Organisationen in Zeiten von Industrie 4.0 verändern müssen. Aber wir können kaum mehr emotional unsere Belegschaft erreichen. Wer ist denn Ihr größter Albtraumwettbewerber? Plattformgeschäfte beispielsweise auch wie PLA, die sich dadurch auszeichnen, dass sie durchaus das Potenzial haben für Geschäftsmodelle der Zukunft. Auch das Thema Frachtenbörse klassischerweise. Wie leicht lässt sich ein Subunternehmer oder ein Partner in der Kette anstöpseln und wieder abstöpseln? Nicht umsonst ist Google so weit vorne. Die haben die besten Schnittstellen mit den APIs. Ne? Gleichzeitig sehen wir allerdings bei vielen Unternehmen folgende Entwicklung. Umsatz steigt, EBIT geht nach unten.
Und ich möchte Ihnen einfach als Mittelständler ein sehr, sehr gutes Gefühl geben. Sie, genau Sie haben die Chancen gerade beim Thema Digitalisierung. Ich sage Ihnen auch warum. Denn gerade die großen Logistikkonzerne sind nichts anderes als gewachsene Mittelständler. Die sind alle gewachsen durch Zukäufe. Da habe ich mir den M&A schön gerechnet, gehe dann irgendwann mal in meinen verdienten Ruhestand als Vorstandsvorsitzender und überlasse den Trümmerhaufen der Generation 20, 30 Jahre nach mir, weil ich es versäumt habe, die IT-Strukturen zu harmonisieren. Die Großen haben IT-Probleme. Und das, was ich als Pressemeldungen sehe, ist für mich nur Window-Washing. Ich glaube, dass wir auch in Zeiten von Digitalisierungsführungskräfte benötigen, die von innen heraus einfach Menschen lieben, von Natur aus. Ein positives Menschenbild haben und nicht irgendwelche Führungskräfte, die um sich posaunen und sagen, ach, ich wäre doch zu irgendwas imstande, wenn diese unfähige Mitarbeiterbelegschaft hier nicht wäre. Ne? Ich bedanke mich nochmals recht herzlich für Ihre Einladung und ich hoffe, dass ich nochmals zum Schluss mit dem Vortrag den Rahmen um die einzelnen Vorträge spannen konnte und möchte Ihnen einfach mitgeben, den Faktor Mensch nicht außer Acht zu lassen. Ja, wenn wir anfangen, jeden kleinen Paketzusteller durch irgendwelche Roboter zu ersetzen, dann müssen wir daran denken und das habe ich die Befürchtung, dass viele einfach diese ethische Komponente nicht mehr im Kopf haben, weil sie einfach nur noch nach Quartalszahlen denken, haben wir auch gesellschaftspolitisch irgendwann mal ein Thema. Vielen Dank. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal bei allen bedanken, bei allen Referenten, Zuschauern und dass sie auch hier heute die Zeit genommen und gefunden haben. Stellvertretend eben insbesondere bei Frau Kessler, bei Stephanie, vielen Dank. Bei allen, aber auch bei Herrn Bollig, der so souverän durchs Programm geführt hat. Und ich glaube, wir haben da auch noch ein Bild für Herrn Bollig. Als Digitalredakteur haben wir auch ein ausgewähltes Bild für Sie, wo irgendwelche Ads und 0 und 1er drauf sind. Und ich glaube, einen Applaus für Herrn Bollig. Recht herzlichen Dank dafür. PLA Innovationstag heute hier in Köln. Was kann man mitnehmen? Ich glaube, eine ganze Menge. Das Thema, was die PLA ja auch schon verkörpert, gemeinsam sind wir stark. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in der Zukunft ja, definitiv zählt. Man hat heute auch gesehen, Koloss und PLA rückt auch mehr zusammen. Kooperation der Kooperationen. Ich glaube, dass dies auch in der Zukunft ein Weg ist, im Stückgut, aber auch vielleicht im FTL und auch Partload-Bereich. Da wird sich sicherlich einiges tun. Man hat es ja auch im Stückgutbereich in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten verfolgen können. Da rücken auch mehr Kooperationen zusammen. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist, um auch für die Zukunft breit zu sein und auch weiter den Kampf gegen die Großen anzugehen und letztlich, glaube ich, sogar auch gewinnen zu können. Der Tag heute hat mir ausgesprochen gut gefallen, insbesondere die Vorträge am Vormittag, als es um die künstliche Intelligenz ging. Hat zwar angesetzt an Punkten, die man schon kannte aus den Medien, aus den Veröffentlichungen der Zeitschriften, wohl aber auch einen Eindruck in die Forschung und Entwicklung gegeben, die man so als Otto-Normalverbraucher noch nicht kannte. Von daher sehr, sehr interessant und weiter so. Ich hoffe, dass die Veranstalter eine Fortsetzung planen. Vielen Dank. Ja, also das war für mich rundum ein super Tag.